erstes Geld habe ich während der Schulferien im Schlossereibetrieb von meinen Eltern verdient, wo meine Mutter eine Buchhaltung geführt hat. Ich bin also in jungen Jahren schon in Kontakt mit Stahl, Mutter und Schrauben und auch Zahlen gekommen. Und wer hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass mich diese Materie als halbes Berufsleben wird begleiten wird? In meinen jungen Jahren hat sich mein Leben nur ums Hockeyspielen beim EVC gedrillt. Das war auch die Zeit, in der mein Zeugnis nicht unbedingt meine Talente reflektiert hat. Ich habe mich dann von meinen Eltern des Besseren belehren lassen, mit einem einfachen Lebensgrundsatz. Bub, wenn du etwas erreichen willst, musst du auch etwas dafür arbeiten. Verschiedene Sprachaufenthalte oder die vielen Reisen in fremde Länder haben mich darin bestärkt, dass mein berufliches Umfeld auch international muss sein. In meiner heutigen Tätigkeit als CFO bin ich viel unterwegs. Sei es zum Beispiel auf Roadshows oder auch auf Reisen zu unseren Tochtergesellschaften für Business Review Meetings. Das Reisen bereitet mir nach wie vor viel Freude und ich geniesse den Kontakt mit meinen lokalen Kolleginnen und Kollegen rund um den Globus. In meiner täglichen Arbeit kann ich auf ein starkes und gut funktionierendes Team zählen. Für den gemeinsamen Erfolg ist mir wichtig, dass ich meinem Team auch den nötigen Freiraum gebe, dass sie selber Lösungen entwickeln können. Dass ich erfolgreich arbeiten kann, brauche ich auch meine Erholung. Nach Reisen oder intensiven Arbeitstagen finde ich meinen ruhenden Pol daheim bei meiner Familie.